Und damit herzlich willkommen zu der Crosshair-Challenge. Wir haben wieder eine weitere Challenge parat mit einigen neuen Aufträgen. Und wir spielen heute mit Crosshair, dem Scharfschützen des Bad Batches. Haben dabei als Waffe die NT-242, mit der müssen wir 12 Headshots machen, dann 2 Stolperminen-Kills und 3 Infiltration-Störer-Kills. Als Sternkarte haben wir natürlich dabei Stolpermine, Infiltration, Störer, wie schon gesagt, und Meisterschütze. Und von daher mal schauen, ob wir das schaffen. Auf geht's. Und damit, liebe Leute, starten wir rein in die Crosshair Challenge. Wir hatten schon mal eine Crosshair Challenge, damals noch zu Season 1 von Bad Batch, aber jetzt, passend zu Season 2, haben wir die nächste Challenge. Wir werden mal gucken, das war ein Kopfschuss, oder? Nice, damit haben wir schon den ersten. Wir werden mal gucken, ob wir es schaffen können. Ihr könnt natürlich gerne auch selber Challenges und Challenge-Ideen in die Kommentare hauen. Gerne auch zu sowas wie das Bad Batch, weil das ist ja, oh mein Gott, ich bin so gewöhnt an das Schild, jetzt werfe ich hier irgendwo um Minen rum, Hilfe. Denn das ist ja momentan auch schon in Season 2 und daher gerne auch Ideen dazu in die Kommentare. Wir hatten quasi schon mal zu Staffel 1 von The Bad Batch eine Crosshair Challenge. Jetzt nochmal zu Staffel 2. Und auch, mein Gott, den versemmel ich. Kollege, dürfte ich. Kollege, Entschuldigung. Aber ich musste einmal gucken. Na gut. Zweiter Kill, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben Crate. Das ist eine extrem gute Map, glaube ich, um alle möglichen Aufträge zu erfüllen. Oh, Hilfe. Aber wir müssen auch so ein bisschen gucken, dass wir möglichst diese Stolperminen-Kills jetzt wegkriegen. Weil die sind extrem schwer, Leute. Und die jetzt direkt am Anfang irgendwie zu bekommen, vielleicht. Geht da ja einer rein. Wäre auf jeden Fall extrem gut, Leute. Und ansonsten können wir natürlich auch gerne mal über Crosshair bzw. das Bad Batch an sich sprechen. Denn ich liebe Crosshair. Ich finde, das ist der coolste Charakter von Bad Batch. Ist quasi mein Lieblingsmitglied. Deswegen, ihr könnt gerne mal sagen, welches vielleicht euer liebstes Mitglied ist. Aber ich finde die Idee... Ich finde die Idee von so einem, ja, Crosshair, der dann halt quasi bei dem Bösen, also bei dem Imperium, ist halt richtig cool, weil das birgt halt so viele Möglichkeiten, so viele coole Stories, die man da in irgendeiner Form einbauen kann. Ich treffe den Kopf nicht. Ich versuche natürlich auf den Kopf zu zielen, aber so klappt's nicht. Und von daher, da kann man natürlich extrem coole, interessante Sachen draus bauen, ne? Schon allein, weil die dann gegeneinander sind. Dann kommt natürlich noch die Sache mit den Inhibitor-Chips im Spiel, mit den normalen, regulären Klonen und so weiter und so weiter und so weiter. Da sind irgendwie richtig viele spannende, ja, Ereignisse, die da irgendwo eintreten können. Ich bin... Wow, Hilfe. Deswegen... Aha, den ersten Mal mit der Störer. Oh, das war auch gut. Ich bin deswegen mal gespannt, wie sie da weitermachen. Ist ja sowieso noch die Frage, ob er wirklich seinen Inhibitor-Chip noch hat. Oder nicht? Oder ob er in Season 1 gelogen hat oder nicht? Diese Stolpermin-Kills, Mann. Hier ist eigentlich Quatsch, ne? Den müssen wir weiter vorne platzieren. Ich glaube, wir gehen jetzt mal nach vorne und gucken hier mal. Hier kommen... Also hier sind einige. Hier sind einige Gegner. Hier muss irgendwie auch einer sein. Da. Bleiben wir stehen. Ach, den kriege ich so nicht. Zurückziehen. Jetzt die Frage, wo läuft hier einer lang von denen? Die werden jetzt alle nach vorne preschen und wir müssen jetzt die Stolpermine setzen, Leute. Da hinter den Kisten vielleicht. Ich muss aber erstmal leben. Nee, das ist Quatsch. Aber hier vielleicht hinter. Hier so. So. Der muss sitzen, Leute. Wir können das jetzt auch beobachten. Wir verstecken uns hier. Ey, irgendwo habe ich einen gemacht. Das war zwar nicht die da vorne, aber nice. Jetzt vielleicht direkt die zweite. Come on. Nein. Warum rennt denn da jetzt einer lang? Warum? Warum geht denn der? Das war so nicht geplant. Aber meine Mine liegt noch. Bringt die noch was? Hinten kommt Vader. Der rennt in die erste rein, oder? Nee, der bleibt stehen. Oh. Aber aus diesem Inhibitor-Chip-Ding kann man auf jeden Fall einiges machen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, ob er gelogen hat in Season 1, ob der wirklich schon weg ist oder nicht. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass man quasi, ja, fremdgesteuert ist durch diesen Inhibitor-Chip und Sachen macht, die man vielleicht nicht machen will. Machen wir den so. Ha, wie ein wahrer Crosshair. Haha. Oh, da kommt der nächste. Wie ein... Nee, das war nicht wie ein wahrer Crosshair. Von daher schreibt gerne rein, was ihr zum guten Crosshair denkt. Währenddessen versuche ich hier noch einen Punkt zu finden, wo ich meine Stolpermine gut legen kann. Irgendwie so um die Ecke, da kommt leider auch wieder Vader. Ah, gegen Vader brauche ich die nicht legen. Ich muss sie ja irgendwo legen, wo so Normalo reinläuft, ne? Vielleicht legen wir das einfach hier so hin. Wenn jetzt hier einer irgendwie voll schnell um die Ecke läuft. Hab ich den erwischt? War das jetzt... Spieler ausgeschaltet! Oh! Nice, es sieht gut aus, es sieht gut aus, Leute. Okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen darum kümmern, dass wir auch vielleicht die Sniper-Kills noch mitnehmen. Die sind hier ja relativ gut machbar. Ja, das war, glaube ich, kein Kopfschuss. Das ist aber ein Kopfschuss. Nice. Den ersten Auftrag haben wir schon. Ihr könnt natürlich auch gerne selber versuchen, die Challenge zu schaffen. Und wie gesagt, gerne auch eure eigenen Ideen in die Kommentare hauen, ne? Gerne irgendwas zum Bad Batch, gerne irgendwas zu anderen, aktuellen Figuren. Come on. Ganz ruhig. Jawohl, jawohl.
Leute, wir machen das. War es ein Kopfschuss? Ich lasse das jetzt mal nicht sehen. Ich weiß es nicht. Es hat dann alles gewackelt. Danke dafür, ATM6. Das war kein Kopfschuss? Oh. Oh. Ach, Mann. Mist. Okay, wir versuchen nach vorne zu laufen mit dem, Infiltration-Ding. Come on, hier laufen welche. Hier sind welche. Hier sind welche. Oh, das sind gleich ein paar zu viele, aber einen haben wir erwischt. Okay. Da sind noch welche. Ham! Und ins Gesicht, diesmal aber. Da kommt Vader. Warte mal, wir helfen dir hier, Ray. Guck mal, zack. Krass. Oh, wie viel Schaden wir die machen? Jo, Ray, wo bist du denn? Wir haben den fast... Och, Ray! Einfach abgehauen. Alter, wie viel Schaden ich dem gemacht habe. Er war Full Life, ne? Ja, jetzt kommt sie nochmal. Okay, come on. Ein letztes Mal vielleicht nochmal hier irgendwo... Ein mit dem Kopfschuss? Jawohl, geil. Erwischen. Was? Ach, schon wieder so ein Teiljäger. Wir müssen aber nicht mehr so viel schaffen. Wir müssen nicht mehr so viel schaffen. Ich glaube, mein Team ist ganz gut. Ich glaube, vielleicht schaffen wir das sogar, die hier aufzuhalten. Wir werden es sehen. Yes, geil, Alter. Den haben wir erwischt. Das war super. Wenn wir erst ein paar Mal daneben geschossen haben. Nicht so ganz Crossfire-mäßig. Und hinter mir ist jetzt ein Sith Trooper, glaube ich. Nice, den haben wir auch, Leute. Wir haben fast alles. Und den da. Yes! Leute, damit haben wir alles. Okay, das heißt, wir machen die ganze Sache jetzt schwieriger, würde ich sagen. Und erhöhen die Werte, die wir brauchen. Ja, ja, ja. Okay, den einen haben wir auf jeden Fall. Da kommt Vader wieder. Stolperminenkills werden jetzt natürlich extrem schwierig. War es ein Kopfschuss? Ich weiß nicht. Glaube ich nicht, dass es zählt. Stolperminenkills werden jetzt auf jeden Fall extrem schwierig. Aber die kommen auch noch weiter. Von daher, ich habe mich geirrt und das ist alles noch gut und machbar vielleicht. Okay, hier ist eigentlich eine ganz gute Chance, dass irgendwie hier nochmal einer reinläuft oder so. Ray steht dort. Wir müssen irgendwo jetzt versuchen, nochmal ordentlich was zu kriegen an Kills. Das ist schon machbar, aber es wird schwierig jetzt natürlich in der letzten Phase. Jetzt noch alles davon zu erwischen. Das war einer, das war keiner. Vielleicht sind wir ja super cross her. Oh, der will die Challenge. Bam, ins Gesicht, mein Freund. Zwei Kills auf mein Konto, sehr gut. Das ist Kylo. Kylo versperrt mir die Sicht. Ja, das war nochmal ein Kopfschuss, Gott sei Dank, weil ich erst voll daneben geballert habe. Wir versuchen es jetzt damit, komm. Mein Kill, mein Kill. Oder renn da rein. Nein, oh, er rennt nicht weiter. Shit. Shit, shit, shit. Warte, wir können hier vorne vielleicht. Ganz dreist eins platzieren. Oh, Boba. Boba, fett. Boba, Boba, Bo. Entdeckung. Okay, das liegt gut. Das liegt gut. Das kann mir vielleicht ein Kill. Jetzt rennt der da rein. Warum ist denn der mit Boba Fett da jetzt reingerannt? Aber das wollte ich nicht erreichen, dass der jetzt Boba Fett irgendwie dicke Schaden kriegt. Bringt mir alles gar nichts. Das bringt mir alles gar nichts. Ich brauche jetzt ein paar Kills. Come on. Ja, einen erwischt. Sehr gut. Nein. Ja, das war ein Kopfschuss. Hier, einen Kopfschuss brauchen wir noch. Und da kommt er auch schon. Sehr gut, okay. Wir haben die Kopfschüsse fertig. Jetzt müssen wir versuchen, nur noch irgendwie die Stolperminen und Infiltration-Kills zu machen. Oh, mir läuft die Zeit davon, Leute. Ich krieg keine Kills mehr. Mir läuft die Zeit davon. Die Gegner stehen leider alle nur super defensiv irgendwo im Spawn von denen. Kommen welche. Einer. Nicht vor mich laufen, nicht vor mich laufen. Ja, was bringen wir das? Was bringen wir das? Oh, komm, komm, komm hier rein, komm hier rein, komm hier rein, mein Freund. Kommen Sie her. Hier gibt's was umsonst. Ja, ich brauche jetzt noch zwei Stolperminen-Kills. Wo soll ich die denn hernehmen? Wir versuchen jetzt nochmal hier vorne eine zu legen. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann spawnen hier jetzt welche und rushen da nach vorne, weil sie zum Objective wollen und rennen da rein. Da müssen wir aber sehr viel Glück haben. Ja, Pech haben, kommt jetzt Kylo und tötet mich hier. Jetzt versuchen wir Kylo da rein zu locken. Reicht leider nicht. Wir haben ihn zwar gesprengt, aber da wäre einer gekommen. Ah, Mann. Ja, die Stolperminen-Dinger haben wir nicht bekommen, aber alles andere haben wir nochmal hinbekommen. Es war auf jeden Fall knapp, aber das war ja auch die erweiterte Challenge. Und da war es natürlich jetzt schwierig, am Ende noch Stolperminen-Kills zu machen. Die sind halt auch einfach schwer. Ich würde sagen, wir haben die, ja, die normale Crosshair-Challenge zack, zack abgeschlossen. Vielleicht schafft ihr es ja auch. Die erweiterte haben wir dann nicht mehr hinbekommen. Sind sogar Dritter geworden insgesamt. Nice. Sehr schön. Von daher, das war es auf jeden Fall. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und... Ciao, ciao.